Das heißt, sie kriegen jetzt einen Foodstack. Ihr bekommt drei Boxen, eine Box Food mit dann halt drei Uses drin. Und die Broken bekommen jeder eine neue Ability. Nein. Ich habe sie auf dem Board noch nicht eingetragen. Wir wechseln trotzdem mal ganz kurz die Ansicht, wenn ihr möchtet. Und wir sprechen kurz darüber, was sie bekommen. So, das eine ist Blighter. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Blighter hat persönlich, während sie ja ihre linke Hand abgestellt hat, um Planeswerf zu zermürben, selbst an einigen Verbesserungen an ihren Truppen gearbeitet und sie wird in Zukunft giftige Säurespucker ins Feld stellen können. Es sei denn, ihr findet irgendwo zwischendrin eine Möglichkeit, ihr diese Fähigkeit wieder zu nehmen. Wir werden sehen. Das ist Spooky. Das ist hier die Nummer 4. Wie gesagt, die wird dann bis... Sorry, es ist nicht die Nummer 4. Haha. Es ist die... die letzte. Sorry, ich hab mich vertan. Die 4 wäre dann der nächste Schritt. Wir werden sehen, ob es sofort noch kommt. Vom Breaker herself habt ihr ja persönlich nicht so viel gesehen oder gehört. Wohl aber von ihren Auswirkungen. Sie hat sich mit ihrer Wetterhexerei sehr gesteigert. Auch jetzt gerade, wo sie vielleicht über die Landschaft etwas mehr freien Lauf hat, als vorher unter der direkten Knute des Cinderkings. Und hat entsprechend Nature's Fury als Fähigkeit erworben. Und wird nicht nur sie, sondern auch ihre untergebenen Hexen werden in der Lage sein, Nebel und Stürme heraufzubeschwören und Bäume und andere Pflanzen zu beleben. So, also brauchen wir Fächer. Wir brauchen mehr Öl. Aber episch. So, habt ihr die Szene im Herr der Ringe gesehen, wo die Ents Rohan angreifen? Basically das, nur fies. Naja, also komm, Ents werden das nicht sein. Hier momentan auf der Ebene gibt es ein paar Bonsais. Und die Ents, auf der Ebene, fiese Bonsais. Ja, aber weißt du, was nach Gellungspass kommt? Zum Glück, was? Wenn wir mal wieder auf die Karte schauen, die Aldermark-Karte, du hast recht. Es gibt auf der ganzen Strecke zwischen euch und Skydinger Keep keinen einzigen Baum. Ja, dann Gott sei Dank. Ist ja alles gut. Siehst du, das sind nämlich eigentlich Pilze und dumm gelaufen. Sarah, schau dir zu. So, davon wisst ihr natürlich noch nichts. Ich dachte mir nur, es wäre für euch als Spieler ganz nett, euch einmal darauf hinzuweisen. Zumindest wisst ihr vom Wald. Zumindest wisst ihr vom Wald. Aber dieses Wissen habt ihr, seit ihr euch entschieden habt, die lange Straße zu nehmen, denn durch den Talgon-Wald zu gehen, ist der einzige Weg, hier wieder rauszukommen. Alle anderen Pässe sind entweder von Untoten besetzt, vermutlich mittlerweile, oder so ungünstig gelegen, dass die Reise viel zu lange dauern würde. Ihr seid fast 10.000 Schritt hoch in den Bergen am Ende eures Marsches. Also 3.000 Meter? Ein paar mehr, ein paar weniger. Und die Stadt, die nominell Sankt Osinga heißt, war früher mal ein relativ kleiner, unwichtiger Minenaußenposten, vor vielen hundert Jahren gegründet, vom alten Kaiserreich noch, um hier Erz abzubauen, aus relativ unergiebigen Adern geschürft wurde. Und erst vor relativ kurzer Zeit hat diese kleine Stadt einen Boom erfahren, als festgestellt wurde, dass hier ein großes und ergiebiges Vorkommen der schwarzen Erde ist, die Orichschen Alchemisten sehr zwingend und verzweifelt brauchen. Und so gibt es große Förderanlagen und Raffinerien, die vor allem darauf bedacht sind, eben diese zu verarbeiten. Man hat die neuesten technischen Gerätschaften aus Ohr herbeigeschafft, Maschinen, die mit Kohle und Holz betrieben werden und Löcher mit großen dampfbetriebenen Hämmern dann das Gestein zu brechen vermögen. Und es gibt große Anlagen wurden gebaut mit gewaltigen Hochöfen, die jetzt hier tonnenweise Holzkohle fressen und diese in schwarzen Rußwolken in die Luft blasen. Und so sieht es aus. Ihr seht mehrere hundert Meter vor dem befestigten Eingangstor der Minenanlage oder des Minenstädtchens den letzten der Wegsteine stehen. Ein großes Ding, etwa so groß wie der, den ihr mit euch umschleppt und vermutlich von ähnlicher Potenz, ehemals von ähnlicher Potenz gewesen. Und
Euch erwartet ein Begrüßungskommando. Die Tore stehen offen und es steht ein kleiner Trupp aus bestimmt 50 Mann mit Banner und allem steht vor den Toren und stand auf euch zu warten. Und auch auf den Mauern, es sind kleine Mauern, Holzpalisaden, wie ihr so möchtet, provisorisch gebaut, vermutlich erst nach der Befreiung der Stadt während der letzten Offensive der östlichen Königreiche, stehen auch ein paar Schaulustige herum, die euch wohl beim Ankommen zusehen. Wir werden wohl erwartet. Nun, unser Ruf eilt uns voraus. Nein. Seid ihr überrascht? Nein, natürlich. Endlich wieder Zivilisation, aber kennt ihr die Banner? Lasst mich einmal schauen. Nun, soweit ich weiß, müssten die meisten der östlichen Königreiche hier vertreten sein. Die Minen sind ein wichtiger Ort geworden durch den Krieg. Das ist richtig. Und meine Landsleute haben natürlich, wie immer, als erstes das Geschäft erkannt. Es ist tatsächlich, denke ich, ein großer Fahnenmast oder eine große Fahnenstange, an der man halt mehrere Wimpel aufgehängt hat, right? Für die Batana und die Oriten und irgendwo unten drunter ist noch das Symbol der Kirche des Handwerkergottes des Oritschen zu sehen und so weiter und so fort. Oh, seht ihr, sie haben selbst einen von diesen Blutbäumen hier. Nun ja, ich bin nicht komplett mit der Tradition vertraut, aber ich glaube, dass jeder Baum als Blutbaum gelten kann. Nun, ja, sagen wir einfach, jeder Baum kann das. Ich meinte aber das Banner des Blutbaums. Ach, jetzt verstehe ich. Wie groß sieht denn diese Siedlung aus? Also sieht das aus, als könnten wir da drin lagern, so wie in Plainsworth? Oder ist es eher so, dass es so aussieht, als müssten wir vor den Toren ein Lager aufbauen? So, sie ist definitiv kleiner als Plainsworth. Es gibt mehrere, vielleicht 150 auch Wohngebäude insgesamt. Und die Hälfte des Siedlungsrahmens ist halt eher von Fabrikanlagen und Werkschuppen und hast du nicht gesehen eingenommen. Ihr müsst halt schauen, wie viele Leute wirklich da sind, ob es leerstehende Gebäude sind. Aber so von außen oder auch von dem, was du weißt, sieht es nicht so aus, als ob ihr einfach drin ein Lager aufbauen könntet. Dafür ist das alles zu dicht beieinander gestellt. Also du meinst, die Rahmenbedingungen reichen nicht aus? Die Rahmenbedingungen. Es gibt verlassene Gebäude außerhalb der Siedlung, wie ihr sehen könnt. Zwischen denen und vor allem auch aus denen man wohl teilweise dann die Befestigungsanlagen auch gebaut hat. Ja gut, also wenn wir quasi schon erwartet werden, dann würde die Löwin ihren Rappen auf diese Leute zulenken. Vermutlich den Rest des Führungsstabes im Schlepptau und so ein Squad an der Flanke. Und dann meint sie zu den anderen, dann wollen wir einmal sehen, ob sie uns wieder die Waffen abnehmen wollen. Sie werden scheitern. Es ist eine gemischte Delegation, die euch erwartet. Ihr seht ein paar Soldaten oder zumindest ein paar Leute, die Uniformen tragen und auch einige Waffen. Ihr seht eine gute Handvoll Alchemisten dazwischen, aber auch Leute, die einfach aussehen wie Arbeiter, Handwerker, ihr wisst es nicht genau. Ganz vorne steht ein breitgebauter Senyati mit einem wallenden schwarzen Bart und langen schwarzen Haaren, die er sich eher notdürftig schon mal zurückgebunden hat. Und erwartet euch und hebt auch eine Hand zum Gruß, wenn ihr ihn ankommt. Hey da! Es ist lange her, dass ich zuletzt Legionäre gesehen habe. Welche Name ich aus dem Süden? Seid gegrüßt. Und um Himmels Willen, kommt auch ein bisschen näher ran und sitzt ab. Ja, gibt jetzt keinen Grund, das nicht zu tun. Also nähern wir uns dem und die Löwin schwingt sich aus dem Sattel. Ihr seht, dass ein allgemeines Getuschel unter der Menge ausbricht, als Schreya erkannt wird. Ist das neugieriger Natur? Kann man das erkennen oder eher... Sie scheint es nicht beunruhigt zu haben sein, aber eher ein, eine Welt ist hier. Was hat das zu bedeuten? Nun, aus dem Süden bringen wir einige Kunde, aber wollen wir das nicht in kleinerer Runde besprechen, Werter? Das verändert sofort seine Miene. Er sieht deutlich besorgt aus, auch die Leute, die um ihn herumstehen. Den guten Nachrichten dann.
Nun teils, teils. Vielleicht könnt ihr uns schon einmal einen Lagerplatz weisen. Wir werden wohl eine Weile hier sein, dann können die Legionäre bereits die Zelte aufbauen und wir können uns unterhalten. Wie viele habt ihr denn? Um die 100. Ihr hört vorhin jemand flüstern, ich dachte, es seien mal 1000 gewesen. Wir können euch in der Stadt einquartieren, denke ich. Es gibt einige Leerstände. Hervorragend. Dülöwin nickt und gibt ein Handzeichen nach hinten, dass die Legion folgen kann. Haltet euch an meinen Marschall hier. Er wird euch sicherlich einen anständigen Lagerplatz finden. Auch einen, wo ihr diesen Stein da abstellen könnt. Er deutet auf einen kleinen gewachsenen Uriten mit einem Klemmbrett ist nicht wirklich. Es wird eine Schiefertafel sein, ein Stück Kreide, right, auf der er Sachen aufschreiben kann. Nun, beantwortet mir eine Frage. Habt ihr den Alchemisten getroffen auf der Straße? Einen Alchemisten? Nein. Das wäre uns wohl aufgefallen. Was auch besser für ihn gewesen wäre. Seine sowieso schon zerfurchte Stirn liegt sich jetzt nochmal extra entfalten. Das ist nicht gut. Ein Großalchemist persönlich ist mit der Hälfte unseres Blackshots aufgebrochen, um Nachschub vorzubringen. An die Front. Oh. Oh. Nun ja. Der ist leider nicht angekommen. Wird er eben den gekriegt haben? Ist er leider nicht der Erste. Nun gut, kommt mit. Einige Leute rufen ihm Fragen zu oder treten an ihn heran, aber er winkt die alle ab und geht relativ energisch vor euch heraus. An seiner rechten Seite der Alchemist, den ihr gesehen habt. So hier brauner Lederkittel, irgendwie eine Schutzbrille um einen Arm gewickelt, solche Sachen. Also der Alchemist, nicht der Vorsteher. Ne? Und wir kürzen es ein bisschen ab. Ihr findet euch wenig später in einem spartanisch eingerichteten Verwaltungsgebäude wieder. Es ist ein niedriger Bau. Es gibt hier zwei Schreibstuben irgendwie, in der ihr dann notdürftig hineingequetscht werdet. Also es ist Platz. Es wird auch Stühle haben, weil Gottes alle sitzen können. Aber mit euch plus Schreier und den örtlichen Vertretern ist der Raum dann auch voll. Ist einer der Vertreter ein Alchemist? Ja, der Alchemist ist da. Der Minenvorsteher stellt sich als Auftrag vor. Der Alchemist hat seinen Namen bislang nicht genannt. Hat eigentlich gar nicht mit euch gesprochen. Der steht hier scheinbar erstmal herum und scheint die Sache zu betrachten. Also es gibt den Marschall, der mit dem Klemmbrett, das ist auch gleichzeitig ein Alchemist, oder wie? Nein, der Marschall ist der Marschall. Okay. Und dann läuft hier ein anderer Orit rum, ein normaler, also normal großer, der ist Alchemist. Und dann Auftrag ist der Semiate Minenvorsteher. Ja, ich glaube, der Alchemist wird von allen ein bisschen skeptisch beäugt. Nur von euch, stellt ihr fest. Mhm. Also er scheint sich unter den örtlichen Leuten normal zu bewegen. Das haben die letzten auch. Ja, ich meine, die haben ja auch eine wichtige Rolle hier. Wie sieht der aus, Verformungstechnik? Also Tyrion würde den schon mal ein bisschen neugieriger betrachten. Hat du hast da ja Erfahrung. Du darfst mir einen Informationssammelwurf auf ein Talent deiner Wahl machen. Ich halte Research für angemessen. Ja, Research ist also ganz praktisch. Vielleicht ist er ein bisschen angewidert, weil du ihn halt so intensiv anschaust. Aber oh ja, das ist der Preis, den man zahlt. Ich möchte anmerken, Sirion, dass er nicht Anton ist, aber Sirion hat in allem drei Würfel, also. Also ich könnte jetzt mit Anton würfeln, aber ich hatte gedacht, wir haben erstmal nur in Command-Staff. Du hast recht, ich habe vergessen, dass er Command-Staff keine Charakterbögen hat. Du darfst dann einfach deine drei Würfel nehmen. 5. Nichts an ihm kommt dir seltsam vor. Er sieht ein wenig hager aus. Und er hat auch diese leichten Verfallserscheinungen, die man seitdem Bleiter gebrochen wurde, an jedem orischen Alchemisten ausmachen kann. Also seine Augenwinkel sind ein bisschen eingefallen, seine Adern stehen an einigen Stellen etwas hervor, er kriegt Geheimratsecken wie blöde. Solche Sachen. Aber jetzt nicht irgendwelche Beulen wie die anderen, die der Doc in Dings gesehen hat und vielleicht beschrieben hat, wie die aussahen. Auf keinen Fall. Also nicht so weit du sehen kannst zumindest. Ja, aber im Gesicht war es ja auch im Gesicht sichtbar und auf den Händen vielleicht und so weiter. Ja. Er trägt notably allerdings Lederhandschuhe. Okay. Gut, ich würde jetzt nichts sagen, ich würde bloß mustern, ich würde das auch nicht allzu deutlich machen, also ich bin da ja bestimmt geübt, als Geheimrat das ein bisschen versteckter zu tun, als andere, die da offensichtlich hinstieren. Ich würde ihn eher unauffällig mustern.
Als Geheimrat interessieren dich seine Geheimratsecken bestimmt. Crimson Vexing Gale scheint allerdings den Blick bemerkt zu haben und entfernt sich unauffällig aus dem Raum. Okay. Naja, die Löwin schenkt dem weniger Beachtung. Die konzentriert sich eher auf den Vorsteher und nickt dann dem Chronisten zu und meint, nun, ich denke, es gebührt euch, die guten Leute hier über den Stand im Süden in Kenntnis zu setzen. Selbstverständlich. Nun, wir kommen geradeweg aus Karlsberg, haben über die Tigeria übergesetzt und unglücklicherweise muss ich konstatieren, dass Karlsberg gefallen ist. Der Cinder King hat gewonnen und wir befinden uns auf dem Rückzug. Die Westerne Front und Plains sind vermutlich ebenso in der Hand des Feindes und wir sind über die lange Straße hierher gereist. Währenddessen konnten wir einige unschöne Phänomene wahrnehmen. Ein gruseliger Nebel, der von der Tigeria hin auf uns zugeweht ist und unkontrollierbare Stürme, die über uns gepeitscht sind. Wie es in Sunstriders Camp oder gar in West- oder East Lake aussieht, wissen wir nicht. Doch scheinen sich einige Flüchtlinge dorthin abgesetzt zu haben. Die gute Nachricht ist, wir sind am Leben und haben unsere Truppenstärke konstant halten können. Wir haben den Truppen des Cinder Kings einige Schnippchen schlagen können. So haben wir beispielsweise Wojciech Skarjewicz, den Eisvogelritter, rekrutiert, der nun an unserer Seite kämpft. Die hatten natürlich ein wenig Zeit, sich auf schlechte Nachricht vorzubereiten, right? Und sehen vielleicht nicht ganz so, gar so entsetzt aus, wie wenn ihr es ihnen direkt um die Ohren gehauen hättet. Sehen aber immer noch angemessen entsetzt aus. Das sollte eigentlich der große Befreiungsschlag werden. Die von den anderen Heeren? Hast du noch andere rausgeschafft? Nun vereinzelt, aber diese sind versprengt. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wer wo ist oder welche Teile der Legion vielleicht auf der anderen Seite der Tigeria. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wer es wo hinaus geschafft hat oder welche Teile der Legion möglicherweise noch auf der anderen Seite der Tigeria festgesetzt sind. Ob es andere Teile unseres Aufgebotes überhaupt geschafft haben oder die anderen Heere vollständig aufgerieben worden sind. Letztlich sind wir das, was übrig geblieben ist. Es ist von den einstmals 1000 recht wenig. Das muss ich unerfreulicherweise hinzugeben. Das Buch der Toten hat sich in den letzten Wochen sehr gefüllt. Ihr habt nicht zufällig Lust, der Legion beizutreten. Jetzt wäre die beste Möglichkeit. Er richtet sich auf. Er hat auf seinem Schreibtisch gesessen, aus Ermangelung an einem Stuhl für ihn. Er stellt sich jetzt hin, richtet sich auf, atmet einmal tief ein und lässt dann die Schultern ein wenig fallen. Könnte schlechter sein, denke ich. Sonst sind Königreiche mit weniger als 100 Legionären umgestoßen. In der Tat, der Aufstand der Neuen. Eine Glanzstunde. Nun, wir können uns euch nicht anschließen. Ich habe meine eigenen Verpflichtungen. Wir werden euch allerdings so viel Blackshot übergeben, wie wir noch können. Habt ihr einen Plan? Haltet euch an den Grafen hier, er wird euch mit Material versorgen. Was den Plan angeht, wir werden die Operation in den Minen herunterfahren, werden wir unsere 7 Sachen packen und sehen, dass wir hier fortkommen. Auch die Unterirten werden um die Bedeutung dieses Ortes wissen und ich habe nicht vor, hier zu sein und einen nicht haltbaren letzten Aufstand durchzuführen, wenn wir genauso gut unsere Leute hier rausholen können. In diesem Kontext würde ich gerne auf eine Nachricht hinweisen, die uns kürzlich erreicht hat. Bleiter, eine der Gefallenen, eine der Broken. Sie hat nicht vor, hierher zu ziehen. Ihr scheint es zu kalt im Norden zu sein und sie erwartet uns auf der anderen Seite des Gebirges, hat sie gesagt. Ihr solltet, wenn ihr evakuiert, dies auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und vorsichtig vorgehen. Und das hat sie uns auf jeden Fall gesagt, oder? Nein, wir können davon ausgehen, dass... Wir wissen nicht, ob wir das für bare Münze nehmen können. Aber es könnte euch ein wenig Zeit verschaffen, wenn es denn wahr ist. Aber ich denke, so wehrhaft es hier aussieht, diese Minen, aber das ist die richtige Entscheidung, ihr früher oder später abzuhauen. Nun, im Gegensatz zu Plainsworth
dass sie auch sehr wehrhaft aussah und dann binnen Tagen gefallen ist. Man muss sagen, ihr trefft auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich möchte euch darin bestärken und hoffe, dass ihr wohlbehalten nun alle hier anwesenden Uriten und natürlich auch Batana und selbstverständlich alle vom Banner des Blutbaums evakuieren könnt. Panya habe ich hier nicht gesehen, ist das richtig? Ja, einige, aber die meisten haben sich in ihren Wald zurückgezogen. Nachvollziehbar. Nun, Panya wird es als erstes treffen. Von den restlichen Königreichen. Ich habe weder die Autorität noch die Mittel, um euch zu zwingen, aber wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns in einigen Belangen aushelfen könntet, während wir die Evakuierung vorbereiten. Nun, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ihr habt angeboten, uns mit Blackshot zu versorgen. Nun, das ist einer der Gründe, weswegen wir hier sind. Und je mehr Rohstoffe ihr retten und in die östlichen Königreiche schaffen könnt, desto besser für den Kriegsfortschritt. Wir könnten euch mehr anbieten, wenn der Großalchemist nicht das meiste bereits mitgenommen hätte. Aber so müssen wir wohl mit dem arbeiten, was wir haben. Jedenfalls verlieren wir keine Zeit. Er zieht zwei Rollen aus dem Regal hinter sich und breitet auf dem Schreibtisch einige Karten aus. Ich habe zu wenige Leute, um die Situation unter normalen Umständen halbwegs abzusichern. Und erst recht, um jetzt den aufkommenden Aufwand der Evakuierung mitzubewältigen. Ich hätte mehrere Dinge, die ihr uns erledigen könntet. Natürlich, größtenteils nicht umsonst, möchte ich angemerkt haben. Das erste ist folgendes und für euch interessant. Er zeigt relativ weit östlich auf die Karte. Hier ist ein kleines Dorf. Ich vergesse den Namen. Ein Semiatik-Clan lebt hier. Einer von den Berg-Clans. Relativ einsiedlerische Leute. Dort wurde vor vielen hundert Jahren eine steinerne Brücke über eine Schlucht gebaut. Von irgendeinem Erwählten, wenn ich mich nicht täusche. Sie ist gut gangbar, das ganze Jahr über, auch bei Schnee, Wind und Wetter. Und auf viele Meilen der einzige Weg über diese Schlucht. Wir sollten sofort Truppen dorthin senden, da sie gesichert sind. Nicht, dass unser Feind dies auch weiß und Sabotage verüben könnte. Ansonsten ist unsere Rückzugsroute nicht abgeschnitten, aber sehr viel umständlicher. Entweder das oder wir müssen die Wagen zurücklassen. Das zweite ist, er zeigt auf eine weitere kleine rote Markierung, diesmal mehr in der Nähe. Es gibt ein paar Tagesmärsche von hier, natürliche Höhlen. Auch ein Semiatik-Clan lebt dort, etwas offener als die anderen. Wir haben eine große Menge an Alchemisten und Prospektoren dorthin geschickt, ebenso unsere besten Kundschafter. Denn angeblich vermutet man dort weitere schwarze Erde vorkommen in diesen natürlichen Höhlen. Ich fürchte, wenn die Untoten euch auf den Fersen sind, dass sie abgeschnitten werden könnten. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr ein paar Leute abstellen könntet, um sie sicher nach Hause zu bringen. Er scheint da etwas auf der Zunge zu liegen, aber er spart es sich. Das dritte ist, und das macht mir die meisten Sorgen, wir hatten schon seit unserer Ankunft hier mit Banditen in den Bergen zu kämpfen. Sind einige Bergvölker und auch Deserteure aus dem letzten Krieg, die sich dort zu einer selbsternannten Königin zusammengerottet haben. Ich fürchte, die Nachricht über den sich verschlechternde Lage im Süden wird sie auch bald erreichen. Wir könnten versuchen, einen groß angelegten Angriff auf uns zu unternehmen und diesmal nicht nur eine Handvoll Vorräte hier oder da zu erbeuten, sondern so viel sie können, damit sie dann selbst ihren Rückzug antreten können. Zumindest ist das meine Einschätzung dieser Leute. Wenn ihr unsere Verteidigung verstärken könntet, als wir sie zurückschlagen können, wir wären euch sehr dankbar. Komm mal, mit denen nicht reden. Könnt es versuchen. Mein Vorgänger hat es versucht und sie haben seinen Kopf auf einem Spieß zurückgeschickt. Seitdem habe ich es unterlassen. Nun, dann vielleicht wir werden vielleicht ein paar mit ihnen reden, während ein paar Waffen auf sie gerichtet sind. Das wollte ich auch gerade sagen, Legatin. Ich glaube, ein paar Musketen könnten sie dazu bewegen. Wenn ihr es auf euch nehmen wollt, tut euch keinen Zwang an. Jedenfalls, die sind die drei Sachen, die mir gerade am meisten auf den Schuh drücken und ich habe nur genug Truppen, um eine einzige davon sinnvoll anzugehen. Nun, das sind eine Menge Baustellen. Und nicht viel Zeit. Ich möchte die Legion nicht zu sehr auseinanderziehen.
Wir werden sehen, was davon wir angehen. Ihr sagt, diese letzte Sache bereitet euch den größten Kummer. In der Tat. Ich wäre auch bereit, euch eine größere Menge an Wertgegenständen zu überlassen. Vor allem natürlich Dinge, die wir sowieso nicht mitnehmen könnten. Ihr versteht, er sagt es mit einem Augenzwinkern, zinkern, aber nichtsdestotrotz. Ich bin mir sicher, ihr werdet unter den Bürgern einen gewissen Tauschmarkt dafür finden. Nun, ich denke, Ashrakhan wird auch einige Besorgungen in der Stadt machen wollen. Insofern wäre das eine gute Sache. Gut. Haltet euch an den Hafen hier. Ihr kennt die Händler und Handwerker am besten. Wir hatten allerdings schon lange keinen Nachschub mehr aus dem Osten. Vermutlich hängt das mit der allgemeinen Lage zusammen dann. Ah, ich denke, wir werden schon was finden. Wir werden ins Geschäft kommen, da bin ich mir sicher. Nun gut. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss einige Befehle geben und ein paar Leute in Bewegung setzen, trefft mich doch morgen Abend zu einem Abendessen und wir besprechen unsere gemeinsamen Pläne. Gern. Ich denke, bis dahin werden wir eine Einschätzung haben. Danke, Ortak. Auch für den herzlichen Empfang. Und so gut es geht. Für euch doch immer. Und damit seid ihr entlassen, während er und der Alchemist die Köpfe weiter zusammenstecken und anfangen, irgendwelche Inventurlisten und Routenplanungen herauszuholen und durchzurechnen, etc. etc. Was man halt Alchemist tun muss, oder Erntemarschall? Erntearchemist, der Marschall quartiert gerade eure Leute ein. Marschall. Also ja. Deren Marschall, nicht euer. Ja, ja, nein, aber ich spreche unseren Marschall beim Herausgehen an. Marschall, ich hätte eine Frage. Die Ravens sind doch momentan ohnehin nicht einsatzbereit. Ihnen fehlt jemand, nicht wahr? Das ist richtig. Für die Zeit, wo wir hier sind, ist es also unwahrscheinlich, dass wir sie ins Feld führen, korrekt? Auch das ist ebenfalls richtig. Nun, ich habe von internen Spannungen innerhalb der Ravens mitbekommen, dass, nun, Frankoro, ihr erinnert euch an ihn, er stand auch zur Wahl der Legionsführung? Ihr meint als Führer der Ravens, nicht wahr? Nun, er hat gewisse Ambitionen, ja. Nein, er stand als Gegenkandidatin zu Adisha. Beim Orakel. Ah. Ja, ich erinnere mich. Nun, vielleicht wäre es ein Zeichen des guten Willens und eine Wertschätzung seiner Fähigkeiten, wenn wir ihn kurzzeitig aus den Ravens ausgliedern und ihn für eine Sonderverwaltungsaufgabe hier abstellen. Er ist doch ein Taktiker und Stratege, nicht wahr? Und er könnte die guten Herren hier sicherlich bei Planung und Durchführung unterstützen mit seinem Organisationstalent. Und dabei zwinkert Leon dem Marschall zu. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet, nun, werde ich sehen, ob man es fallen lassen kann. Er würde sich sicherlich geschmeichelt fühlen. Wir hätten einen Streitpunkt weniger in den Ravens. Und vielleicht würde sich in diesem Kontext nun seine Sucht nach Wertschätzung etwas kühlen. Ihr versteht. Nun, wir können es sicherlich anbieten, wenn der Marschall ihn freistellt. Ob seine Hilfe erwünscht ist, wird man sehen. Nun ja, es kann nicht schaden, die Spannungen in den Ravens zu entspannen. Sehr schön. Ja, dann ziehen wir uns mal in unser neues Quartier zurück und dann reden wir mal über die Missionen.